Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy, wo wir hier in Hogsmeade zu einer sehr fetzigen Musik im Schneegestöber rumstehen. Wir begeben uns natürlich direkt in die Kartenkammer. Direkt in die Kartenkammer. In Hogwarts selbstverständlich. Geheime Räume bitte. In die Kartenkammer. Denn wir wollen mit der Hauptstory weitermachen. Auch wenn ich die 75% letztes Mal nicht geschafft habe. Obwohl wir so viele Sachen gemacht haben nebenbei. Das Spiel ist eben doch ziemlich umfangreich. So. Was habt ihr denn zu berichten? Ja, es kommt die nächste Prüfung, ne? Dritte Prüfung von 4. Hallöchen, wir kennen uns noch nicht. Wurden wir uns schon vorgestellt? Hallo, Professor. Es gibt Neuigkeiten. Die Kobolde suchen etwas. Ein weiteres Behältnis. Sie haben für ihre Suche Bohrer gebaut. Sehr beunruhigend. Handelt es sich dabei um Dinge wie den zerbrochenen Behälter aus Schloss Rookwood? Ja, ich fürchte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Schauen Sie auf die Karte. Zum Glück ist die nächste Prüfung nicht weit entfernt. In Hogwarts? Wie Sie wissen, war ich zu meiner Zeit Schulleiterin. Mein Porträt hängt im Büro des Schulleiters. Ich sah, wie Professor Black von ihrer Ankunft erfuhr. Und ich gebe zu, dass ich mich über sie gewundert habe. Moment, ist die nächste Prüfung im Büro des Schulleiters? Das stimmt. Ich hatte gehofft, der Inhaber dieses Amtes würde uns helfen, wenn es soweit ist. Leider scheint sich dieser Schulleiter nur um sich selbst zu kümmern. Sie müssen sich Zugang zu seinem Büro verschaffen, während er weg ist. Ich verstehe. Also gut. Ich finde einen Weg hinein. Gut. Ich werde Sie dort in meinem Porträt treffen. Bis dahin. Ja. Wie bekomme ich Zugang zum Büro des Schulleiters? Einbruch. Vielleicht kann mir Professor Fig weiterhelfen. Oh. Ich dachte, wir können jetzt einfach einbrechen. Gut, ich habe noch nicht jetzt das Bling gekriegt. Hallo. Wie schön. Sprich mit Professor Fig in seinem Büro. Das ist schon ein Stückchen weg. Deswegen nehmen wir direkt die Schnellreise. Nee, nicht warten. Ich habe gesagt, wir verfolgen und... da, Zauberkunst. Ich glaube, er war hungrig. Oder er mag dich nicht. Bitte? Er liebt mich. Ich bin sein bester Freund. So, Professor. Rebellion. Als ob hier immer noch eine Rolle irgendwo ist. Verdammt. Hier drin? Ne, das kann ich nicht. Hier drin waren wir schon. Rebellion. Ja, hier drin waren wir schon. Das kann nicht sein. Ah, ja, ich erinnere mich. Hallo, Homora. Wir waren hier schon und sind unverrichteter Dinge abgezogen. Wow, auf der Startposition, echt. Zack. Rebellion. Das hier. Zelle im dunklen Turm. Das ist da, wo Sirius Black gefangen gehalten wurde, oder? Das heißt, dass ein Professor für Zauberkunst hier vor Jahrhunderten einen Troll hielt, an dem die Schüler besonders schwierige Zaubersprüche üben konnten. Sicherlich schockierend, aber in einer Zeit, in der beim Quidditch lebende Schnatzer verwendet wurden, vielleicht nicht überraschend. Man kann sich nur fragen, wofür dieser Ort in Zukunft verwendet werden könnte. Weiß auch nicht. Echt blödes Gefängnis, weil als Gefangener gehst du einfach hier um die Ecke und die denken, oh nein, du bist ausgebrochen. Und dann kommen sie rein, dann gehst du einfach hier so zack, bumm, und dann hast du sie. Easy. Rebellion.
Sehr schön. Gut, dass ich jetzt zufällig wieder zurückgekommen bin, weil ich hätte mich da im Leben nicht dran erinnert, dass da ja noch was war mit dem Stufe 2 Schloss. Ich hätte mich jetzt allerdings geärgert, wenn es ein Stufe 3 Schloss gewesen wäre, muss ich ja auch sagen. So. Hä, war da nicht gerade noch ein Problem? Ah, der ist noch da. Okay, Nebenquest. Mir egal. Wir haben wichtige Belange. Was hat der stampfende Schritte? Ich glaube, ich höre den Ton auf den Ohren ein bisschen lauter. Also bei euch nicht, aber bei mir schon. Dann warten wir mal. Professor Fig, ich kenne jetzt den Ort der nächsten Prüfung. Hat sich etwas geändert? Lodgok und ich haben erfahren, dass die Kobolde nach einem weiteren Behältnis suchen. Wie dem auf Schloss Rookwood. Außerdem bauen sie riesige Bohrer, die ihnen bei ihrer Suche helfen sollen. Professor Fitzgerald sah sehr besorgt aus. Verstehe. Ranrock weiß offensichtlich mehr als gedacht. Und Sir, da ist noch etwas. Lodgok kannte Miriam. Er kannte Miriam? Sie sind sich auf Schloss Rookwood begegnet. Sie hat dort geforscht und den Behälter mit dem Portschlüssel gefunden. Er mochte sie so sehr, dass er sie damit gehen ließ. Entgegen Ranrocks Befehl. Da fehlen mir die Worte. Sie konnte wirklich sehr überzeugend sein. Darüber muss ich mehr wissen. Ich würde sogar gerne mit Lodgok direkt sprechen, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Ist sie ja noch ein Demigeist? Wo ist die nächste Prüfung? Ob sie es glauben oder nicht. Im Büro des Schulleiters. Unglaublich. Nun gut, Sie brauchen das Passwort, um am steinernen Wasserspeier vorbeizukommen. Der Hauself des Schulleiters kennt es. Ich kenne den Hauselfen des Schulleiters nicht. Wird er überhaupt mit mir sprechen? Er ist sicher sehr loyal. Das ist er. Sie müssen sich verkleiden. Ich habe genau das Richtige, einen Vielsafttrank. Damit gleichen Sie Professor Black bis aufs Haar. Aber braucht man für den Vielsafttrank nicht etwas von der jeweiligen Person? Und dauert er nicht ewig? Ganz recht. Woher haben Sie den Vielsafttrank, um sich in Professor Black zu verwandeln? Man weiß nie, wann man so etwas gebrauchen kann. Sagen wir einfach, ich hatte nach meiner erfolglosen Reise zum Ministerium das Bedürfnis, auf alles vorbereitet zu sein. Schlauer, schlauer Tipp. Trinken Sie, dann erkläre ich Ihnen alles Weitere. Geil, dass auch eine Vielsafttrank-Mission dabei ist. Aber die Stimme bleibt gleich, ne? Wie fühlen Sie sich? Oh, unglaublich. Den Geschmack vergesse ich nicht so schnell. Wie klinge ich? Überzeugend. Ich habe Ihre Gewänder noch etwas angepasst. Wie schon erwähnt, benötigen Sie das Passwort von Scrope. Der könnte überall im Schloss sein. Suchen Sie am besten nach Professor Kogawa. Sie liegt dem armen elfigen Quidditch in den Ohren, da sie hofft, er könne Black davon überzeugen, seine Meinung zu ändern. Bislang ohne Erfolg. Verstehe. Und was, wenn Professor Black mich sieht? Überlassen Sie das mir. Ich sage ihm, dass wir in Hogsmeade eine Kontaktperson des Ministeriums treffen sollen. Das verschafft Ihnen ausreichend Zeit. Danke, Professor. Wir sehen uns bestimmt in der Kartenkammer. Dankbarkeit aus Professor Blacks Mund zu hören, ist ungewöhnlich. Wir sehen uns dort. Ich muss den Hauselfen des Schulleiters finden. Das ist sehr cool. Ich habe es aber in Erinnerung, dass die Stimme, ne, im Film und auch im Spiel hat sich die Stimme... Doch, die Stimme hat sich im Spiel geändert. Im Film nicht. Kann ich hier... der Karte warten. Nee, kann ich nicht. Während der Mission leider nicht möglich, also müssen wir uns merken. Also, ich werde es mir nicht merken. Ich habe mittlerweile übrigens mal geguckt, ich habe so viel vorproduziert. Wenn diese Folge rauskommt, wir haben heute den 23.02. Die Folge wird Mitte März rauskommen. Ich darf kein Revelio benutzen. Aber Alohomora.
Der stehlende Schulleiter. Hätten Sie einen Moment, Professor? Oh, Alter, natürlich haben die sowas eingebaut. Professor, ich hatte gehofft, Sie zu erwischen. Oh, ich habe zu tun, Professor Sharp. Viel zu tun. Natürlich, Sir, aber Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich, nun ja. Was? Ach ja, nun, heraus damit, Sharp. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir. Keine Sorge, Sharp. Sie können ganz offen sein. Nun gut, ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei. Sicher, ja. Kein Grund zur Geheimniskrämerei. Schicken Sie einfach einen Schüler los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen. Das tue ich. Und danke, Sharp. Hoffentlich haben Sie auch genug für mich gebraut. Nun geht es darum, welcher Schüler diese unrühmliche Aufgabe erhält. Kann ich mir jemanden aussuchen? Das wäre doch toll. Kauen mit offenem Mund? Wo sind Ihre Manieren? Im Augenblick habe ich keine Zeit für Sie. Rein gar keine Zeit. Aus dem Weg. Ist doch gar keiner. Ich dachte, ich hätte den Schulleiter gehört. Gareth, Mr. Weasley, was machen Sie hier? Müssten Sie nicht, irgendwo sein? Ach, Professor, ja natürlich. Es gibt viele Orte, an denen ich momentan lieber wäre. Brauchen Sie etwas von mir? Ich suche meinen Hauselfen. Haben Sie ihn gesehen? Ah, das einohrige Kerlchen. Ich habe ihn vor ein paar Minuten auf dem Weg zur großen Halle gesehen. Schwärmte von Ihrem guten Benehmen, Sir. Wie ich hörte, können sich Ihre Zaubertränke langsam sehen lassen. Warum bringen Sie nicht eine Probe Ihres nächsten Tranks in mein Büro? Würde ich mir gerne mal ansehen. Was? Ja, Sir. Das mache ich. Danke, Sir. Danke. Weitergehen, Mr. Weasley. Ja, richtig schön viel Chaos stiften. Perfekt. Das ist mal was für mein Tagebuch. Hat jemand meinen Handspiegel mit Elfenbeingriff gesehen? Nein, natürlich nicht. Gut. Professor Black, wie geht es Ihnen, Sir? Mr. Ominous. Gaunt, wo wollen Sie denn hin? Verzeihung, Sir. Ich war nur auf dem Weg nach draußen. Sie nehmen sich den Tag frei, was? Typisch Schüler, vergeuden immer so viel Zeit. Ich muss einen Aufsatz über Diptam und seine Verwendung schreiben und wollte zum Gewächshaus. Ah ja, gemischt mit Bubotubler-Eiter ergibt das eine feine Schnurrbartpaste. Ja, finden Sie nicht auch? Geht es Ihnen gut, Sir? Sie wirken etwas neben sich. Ich bin kerngesund, Gaunt. Wenn ich eine medizinische Diagnose brauche, gehe ich ins St. Mungo Hospital. Droht er uns hier mit seinem Zauberstab? Das nennen Sie glänzende Stiefel? Das geht besser. Das ist ja, als würde einer in den USA mit einer Waffe als Blindenstock rumrennen, mit dem Sturmgewehr so. Professor, auf ein Wort? Professor Black, wie bereits gesagt, Sie können Ihre Entscheidung zu Quidditch immer noch überdenken. Können wir die jetzt überdenken? Wir könnten immer noch die Auswahl und eine verkürzte Saison haben. Das wäre besser als gar keine. Aber die Verletzung, Madame Kogawa. Professor, so einige Schüler haben hier schon einen Klatscher an den Kopf bekommen. Ich behaupte, das hat ihnen Vernunft eingebläut. Und ihnen geht's gut. Dass es jemand Reinblütiges war, nun ja, das ist noch lange kein Grund. So ein Unsinn. Die Gesundheit von Schülern wegen eines albernen Spiels zu riskieren. Ein albernes Spiel? Manchmal sind Sie wirklich unmöglich. Sir, ich würde nur zu gern an die Abteilung für magische Spiele und Sportarten schreiben. Bitte? Gute Idee. Ich kann Ihnen auch Pergament geben, falls nötig. Wo ist mein Elf? Pergament? Gut, das werde ich. Mit Vergnügen. Und ich habe Scrope in der großen Halle entdeckt. Er scheint mich zu meiden. Warum wohl? Guten Tag, Madame Kogawa. Ich dachte, wir können es einfach sagen. Ja, Quidditch läuft wieder. Womit haben wir ihn als Schulleiter? Wenn es sein muss, wenden Sie sich an meine Sekretäre oder was auch immer. Und nun aus dem Weg. Sekretäre, haben wir sowas überhaupt? Schulleiter,
Berufsleben ist. Ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Komm her. Miss Broom, auf ein Wort. Oh, Professor, das ist ja eine Überraschung. Es heißt übrigens Bloom. Was war noch gleich Ihr Spezialgebiet, Broom? Die ZAGs rücken immer näher. Zauberkunst, Sir. Ungesagte Zauber. Vielleicht lässt mich ja einer verschwinden. Immer dranbleiben, Broom. Und Sie werden so unsichtbar wie dieser neue Fünftklässler. Er ist nicht unsichtbar. Ich meine, ich hab ihn mal gesehen. Also, ja, Sir. Apropos unsichtbar. Wo ist mein verdammter Hauself? Ich finde, wir machen einen guten Job als Schulleiter. Weg! Hallo. Ist das nicht der Weasley? Haben wir den nicht gerade eben gesehen? Stark und stolz, Reinblüter. Die Zukunft gehört Ihnen. Oh Gott. Professor, ich muss Sie wirklich sprechen. Wie viele Leute lauern uns denn auf? Hallo, Professor Black. Ah, Professor Weasley. Wie schön, Sie zu sehen. Sir? Da Sie schon mal da sind, könnten wir uns über Professor Fig unterhalten? Oh, also gut. Ich habe mich entschlossen, ihm etwas mehr Spielraum zu lassen. Spielraum, Professor? Ist das wirklich so klug? Ich mache mir Sorgen um seine Schüler. Er ist so selten da. Nun... Er kümmert sich für mich um Ministeriumsangelegenheiten. Verstehe. Aber Sir, ich mache mir Sorgen, weil unser Neuzugang der fünften Klasse so viel Zeit fern des Schlosses verbringt. Angeblich für Professor Fig. Ich habe beunruhigende Gerüchte über diverse Eskapaden gehört. Vom Betreten des verbotenen Waldes bis hin zum Kampf gegen Renrocks Anhänger und Rookwoods Leute. Was? Meine Güte, Sie dürfen nicht alles glauben, Professor. Nein, 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 das dürfen Sie nicht. Ich meine, ich behalte Fig im Auge. Machen Sie einfach so wunderbar weiter wie bisher. Einfach wunderbar. Danke. Aber ich gehe dem gerne mal nach. Gut, gut. Das wäre alles, Weasley. Ich meine Professor Weasley. Guten Tag. Weasley. Ja. Ich stehe gleich alle mit gezogenem Zauberstab hinter. Arbeit? Spielraum für Professor Fig? Ich werde diesen Mann nie verstehen. Ja, ja, ja. Das sollte Professor Fig Zeit verschaffen. Komm, es hoffen. Jo. Müssen wir jetzt noch eine Rede halten gleich, ja? Scrope arbeitet so hart wie jeder andere Hauself auch. Scrope, dir fehlt ein Ohr. Scrope! Ich grüße Sie, Meister. Wie war noch gleich das Passwort für mein Büro? Oh, aber der Meister ließ Grope schwören, es keinem zu sagen. Nicht mal dem Meister selbst. Wie kannst du es wagen, mich in Frage zu stellen? Gleich setzt's was. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Scrope bittet um Vergebung. Es ist das Familienmotto der Blacks, Meister. Ja. Natürlich. Der Meister erinnert sich doch sicher? Ja, reinblütig, stimmt. Die Blacks waren ja so hinterher. Es lautet, stets reinblütig, nicht wahr? Knapp, Meister. Scrope denkt, dass der Meister Scrope testet. Es ist stets reinblütig. Selbstverständlich. Das hab ich doch gerade gesagt. Französisch, wie der Meister weiß. Ja, natürlich. Ich will, dass du es für mich aussprichst. Der Meister weiß, dass Gropes Französisch hundsmiserabel ist. Na gut. Toujours pour. Toujours pour. Und sprich nie mit mir oder sonst wem über diese Unterredung. Natürlich, Sir. Scrope wird sich bemühen, dem Meister aus dem Weg zu gehen. Oh. Toujours pour, das muss man mit... Mit französischem Feuer sagen. Ich sollte lieber verschwinden. Oder? Achtung, Schüler! Hiermit verfüge ich, dass die große Halle fortan mit den ehrwürdigen Bannern von Hufflepuff geschmückt wird. Ich beantworte derzeit kein... Yeah! Sehr geil.
Und jetzt werde ich die Hauspunkte noch ganz unauffällig so umverteilen, dass am Ende Gryffindor gewinnt. Oh, rülps, rülps, rülps. Jetzt verwandeln wir uns gerade zurück, hä? In der Ecke. Schurpur. Oh. Gerade so geschafft. Der Trank lässt nach. Fick hatte recht. Ja, schade, keine Ahnung. Geklappt. Und nun mit dem Passwort zum Wasserspeier. Oh, hier ist ja alles in Hufflepuff-Farben. Wie kommt das denn? Na, sowas aber auch. So, wie kommen wir denn ins Büro vom Professor? Warum ist das Familienmotto eigentlich auf Französisch, aber der Name ist in Englisch? Black. Da heißt es auf Französisch auch Black. Blanc. 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 Oh. Ein Fragezeichen. 4 und also hier wäre es eine 0. Ja. Eine 0. Komm, trink! Eine 0. Was ist das andere? Okay, also das wäre eine 0 und hier wäre es eine. Wir haben 6, also brauchen wir eine 5. Und eine 5 wäre. Das komische Fisch mit den 1, 2, 3, 4. Mit 5 Beinchen. Entschuldigung. Dieses coole Treppenhaus aus dem Film, aus dem ersten, gibt es hier gar nicht, ne? Wo ist denn hier das zweite Fragezeichen? Rebellion. Da unten. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Da haben wir die 5. Wenn wir jetzt schon mal dran vorbeilaufen, ne? Zack. Ich glaube, es ist auch eins der ersten, die wir gesehen haben, dieses Türrätsel hier. Rebellion. Bing. Ob wir die zwei hier noch nicht mitgenommen haben. Ja, wohl die offensichtlichsten überhaupt. Stundgläser mit Hauspunkten. Diese großen verzierten Sanduhren, die Rubine, Diamanten, Saphire und Smaragde enthalten, sind so verzaubert, dass sie stets die jeweiligen Hauspunkte für Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin anzeigen. Jo, sind aber gar nicht so viele drin, möchte ich mal anmerken. Also gar keine. Rebellion. So ein Hauspunktesystem wäre irgendwie auch noch cool gewesen. So. Der Hogwarts-Architekt. Der Hogwarts-Architekt, hier umgeben von den 4 Hausmaskottchen, entwarf und überwachte den Bau von Schloss Hogwarts gemeinsam mit der Gründerin Rowena Ravenclaw, der die Gestaltung des sich ständig veränderten Grundrisses zugeschrieben wird. Ich habe also einen Architekten, ernsthaft? Ich dachte, die haben es einfach hingezaubert. Aber naja. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Büro, wir machen uns den Weg mal nicht so einfach, sondern laufen den Weg. Jetzt nicht, wie weit es weg ist, aber es wird ja nicht so weit sein, oder? Rebellion. Ah. Klingt, als wäre es unter uns. Über uns. Über uns. Da. Ich habe noch so viele gar nicht gefunden, die eigentlich sind eigentlich mega offensichtlich, ne? Bewegliche Treppe. Erfahrene Schüler behalten diese Treppe stets im Auge, denn sie kann unbemerkt ihre Position verändern. Zwar macht es manchmal Schülern wenig, zu spät zum Unterricht zu kommen, aber das Abendessen möchte niemand verpassen. Ja, also die Treppe finde ich nicht so gut umgesetzt irgendwie. Ich weiß nicht, wie es im Buch ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei den Filmen und dem Spiel waren es ja wirklich die Treppen, die hin und her fahren von Flur zu Flur. Ja. Okay, komm, das ist machbar, machen wir direkt. Wenn es auf dem Weg liegt, ne?
Wir haben eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eine 9 und eine 3. Das heißt, wir haben 12. Das heißt, wir brauchen eine 7. Was denn? Nee, hä? Moment. Was waren die 7? 0, 1, 2, 3. 3 und 9. 12. Ah ja, sorry, die 2 Fragezeichen. Ja, ja, ja. Und oben brauchen wir 15 plus 3 sind 8 plus 5, also 2, dann brauchen wir 6, also die Eidechse, verwirrend, dass es eine 0 gibt irgendwie. Bling plong. Ich meine, die Treppe, die erschafft sich jetzt wahrscheinlich jedes Mal neu. Die bewegt sich nicht so wirklich, ne? Das ist euer Scheiß Ernst. Ah, das geht. Okay. Wir müssen hier leider raus. Was müssen wir noch ganz oben gehen? Waren wir hier schon mal? Rebellion. Einfach Sackgasse. Okay. Eine Sackgasse. Ah ja, hier waren wir schon mal. Ja, das war die coole Ausstellung. Wann singen die denn? Haben wir hier auch schon? Hier waren wir doch auch schon. Oder? Boah, ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich glaube, vielleicht waren wir doch noch nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Da bist du als Schulleiter, ach, verdammt, aber auch den halben Tag unterwegs, ne? Hier oben bist. Ah, Stufe 2. Wunderbar. Bling plong. Was ist überhaupt für ein Zimmer? Wem gehört denn das hier? Renaissance, gut. Klingt, als wäre es im Zimmer nebenan. Oder unten drunter. Haha. Wer pennt hier? Oh, Entschuldigung. Arresto Moment. Man kann es vorher nicht anhalten. Oh, sehr gute Reflexion. RTX ist richtig on, sieht man. Gucken wir doch mal. Professor Hackett. Oh, hier wohnt Professor Hackett, ernsthaft? Wie bereits besprochen, habe ich Kontakt mit meinen Kobold-Bekanntschaften bei Gringotts aufgenommen. Sie alle haben Ranrocks Handlungen verurteilt. Einige haben im privaten Rahmen spekuliert, dass er vielleicht andere Motive verfolgen könnte, als offensichtlich zu sein scheint. Nach allem, was ich über sein Verhalten gegenüber den Angehörigen seiner eigenen Art gehört habe, sich weigern, ihm zu folgen, neige ich dazu, unsere Freunde bei der Bank zuzustimmen. Ich werde sie informieren, sobald ich mehr erfahre. Es erübrigt sich wohl zu betonen, dass wir wachsam bleiben müssen. Mit respektvollen Grüßen. Aesop Sharp. Naja, der war ja auch mal Auror, ne? Rebellion. Genau. Drüber.
muss oben drüber sein. Bin ich direkt vor der Treppe. Hier rein müssen. Ne, hinter uns, ne? Wahrscheinlich hier dann. Natürlich hier. Aber wir müssen hier erst noch einmal... Brauchen wir einen Schlüssel für... Uiuiuiui. Ich kann mal mit... Der Wasserspeier. Hier muss ich das Passwort sagen. Erstmal Handbuchseite sammeln. Wasserspeier vor dem Schulleiterbüro kennen wir ja auch. Die Treppe, die zum Büro des Schulleiters führt, wird von einem verzauberten Wasserspeier bewacht, der nur Personen passieren lässt, die das Passwort kennen. Auch wenn sich nur schwer vorstellen lässt, dass jemand den derzeitigen Bewohner des Büros besuchen wollen würde. Ja, bei Zeiten von hier Dumbledore war es ja Zitronensorbet. Lumos natürlich. Lumos. Muss ja dann wohl im Treppenhaus sein, diese tolle Dachbalkenkonstruktion hier. Oder? Hier ist die Decke auch ziemlich schön. Hier war nicht so eine schöne Deckenkonstruktion. Könnte theoretisch da drin sein. Da kommen wir noch nicht rein. Aber... Boah, echt so weit weg. Das ist schon extrem weit weg für das. Obwohl die bei dem Kelpie, bei der Statue, die war auch ziemlich weit weg. Jetzt würde mich aber, bevor wir reingehen, mal interessieren. Es gibt in ganz Hogwarts 150 Handbuchseiten und wir haben jetzt gerade mal 100. Ich habe schon gedacht, es müsste noch sehr viele geben. Aber so viele wusste ich jetzt auch nicht. Und vor allem, dann ist die Herausforderung ja echt niedrig gesteckt, ne? Vor allem bei Handbuchseiten. Bei Hogwarts hast du ja schon alle mit 50. Mit einem Drittel hast du es schon geschafft. Also ich hätte mindestens mal die Hälfte erwartet. Also mindestens die Hälfte wird es schaffen. Eher 100%. Dann wäre der Anreiz höher. Alles höher. Toujours pur. Oh, das musst du mit dem Akzent sagen. Mit dem Akzent. Accent. Mit dem Akzent. Hoffentlich ist der Schulleiter nicht zu Hause oder der Elf gut gerade. Zaubererfamilien Mottos haben? Selbstverständlich. Hoffentlich verpetzt uns kein Gemälde. Ich kann so jedes Gemälde verpetzen, oder? Jedes Gemälde, das hier hängt, kannst du verpetzen. Und weißt du, das ist ja schlimmer, als sich eine Alexa ins Haus zu stellen. Du hast so viele Leute, die dir bei allem zugucken, was du machst. Oh. Der sprechende Hut, dieser verzauberte Hut, wurde von den vier Gründern von Hogwarts geschaffen, um die Schüler in eines der vier Häuser der Schule einzuteilen. Mit Hilfe des Legilimentik kann der sprechende Hut in den Kopf des Trägers sehen und so dessen Gedanken und Fähigkeiten bestimmen. Jo, wir teilen die Schüler nach Eigenschaften ein und nicht so, dass in jedem Haus ungefähr gleich viele sind. Nein. Revelio. Stufe 2, okay. Ein neuer Griff. Ja, hat sich hier gerade schon... Sehr schön. Ein Balkon. Revelio. Ja, gut, dann gehen wir da jetzt mal hoch. Oh, ja, ernst. Ein Schloss Stufe 2, um ein Schloss Stufe 3 aufzumachen. Ihr könnt mich alle mal. Hier ist bestimmt auch ein Demigeist. Verdammt, nochmal Stufe 3. Hier ist doch safe irgendwo ein Demigeist. Das, also, anderen Seite, wo wir nicht hinkommen, oder? Revelio.
Schlafende Porträts. Nicht alle Schulleiter und Schulleiterinnen genießen die täglichen Herausforderungen der Leitung einer Schule für Hexerei und Zauberei. Manche ziehen es vor, bei Möglichkeit ein wohlverdientes Nickerchen zu machen. Ach, sind alles vorherige Schulleiter, oder was? Ah ja. Schön, Sie zu sehen. Zum Glück hat Professor Fick schnell mitgedacht. Und jetzt? Nähern Sie sich dem Podest im Vorraum und lesen Sie das Buch, das erscheint. Was erwartet mich denn in diesem Buch? Eine Geschichte. Vielleicht erkennen Sie einige Elemente wieder, denn ich wurde von einer Geschichte inspiriert, die viele Zaubererkinder kennen. Die von den drei Heiligtümern des Todes. Ich vermute, es geht um mehr als nur ein Buch zu lesen. Ihre Vermutungen sind richtig. Wir sprechen, wenn Sie fertig sind. Hat der Schulleiter das die ganze Zeit über nicht bemerkt? Revelio. Wir sind noch Zettel, die wir lesen müssten. Ich erbarme mich. Ich darf diesen Zettel nicht lesen. Ich darf diesen Zettel nicht lesen, aber den hier darf ich lesen. Kaufbeleg. Haarwasser, Bartwachs. Bundimun Pomade. Kann mit Perlmutgriff. Kamm mit Perlmutgriff. Rückenkratzer mit Goldgriff. Doxizid. Nur zu einem sehr kleinen Teil bezahlt. Der ausstehende Betrag wird dem Ministerium in Rechnung gestellt. Ja, so ist richtig. Rebellion. Hier ist auch ein Denkarium? Fragezeichen. Was immer er mit diesem Fernrohr da beobachten möchte. Ich finde es doof, dass ich den Zettel da nicht lesen kann. Oh, guck mal, da oben geht es noch ganz auf den Turm dann hoch. Das muss das Podest sein. Ja, das ist dir noch nie aufgefallen, dass es da ist, genau. Schwarze Magie. Klopp. Wo bin ich? Professor Fitzgerald, hören Sie mich? Ich bin hier. An diesem Ort können Sie mich Neve nennen. Das ist ja wie der Animus in Assassin's Creed. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Nutzen Sie unterwegs die Werkzeuge, um mich zu finden. Boah, das ist ja endcool. Zuerst brauchen Sie einen Umhang. Einen Umhang. Und dann einen Elderstab. Und dann vielleicht einen Stein, der uns vor dem Tode bewahrt. Ich muss mal sagen, das ist ja mal endgeil gemacht. Also sowas feiere ich ja. Ich wollte gerade schon sagen, ich hoffe, die Prüfung sieht nicht genauso aus wie die letzten beiden Prüfungen, weil die waren schon vom Prinzip her sehr ähnlich und sahen halt auch von diesem modernen Look, sahen die irgendwie auch schon, von diesem metallisch-modernen Look sahen die auch schon gleich aus. Und das sieht jetzt schon geil aus. Gut, kann sein, dass es gleich noch kommt, aber sowas finde ich immer geil. Und weil es so geil ist, möchte ich euch das natürlich dann in der nächsten Folge in voller Länge präsentieren. Und deswegen machen wir mit dieser Geschichte in der nächsten Folge weiter. Macht's gut, bis dahin. Ciao.